rein. Fantreffen der TV-Serie Berlin Tag und Nacht. Es ist kalt, es ist nass und es ist grau an diesem Tag am Alexanderplatz in Mitte. Aber egal, einen richtigen BTN-Fan, wie sich Eingeweihte nennen, schrecken solche Rahmenbedingungen nicht. Im Gegenteil, um den Laiendarstellern wenigstens etwas nah zu sein, ist kein Weg zu weit. Der 19-jährige Tim Strattmann ist extra aus Essen angereist, um bei der heutigen Tour zu Originaldrehorten dabei zu sein. Ich bin extra mit dem ICE am Mittwoch hierher gekommen, um ein paar Drehorte zu besuchen und ein paar Leute hier zu treffen aus Berlin, die ich jetzt über die Fantreffen hier kennengelernt habe. Deswegen bin ich auch hauptsächlich hier wegen den geilen Leuten, die man hier trifft. Berlin Tag und Nacht ist eine Doku-Soap auf RTL 2. Seit 2011 läuft die TV-Serie im Vorabendprogramm. Die Darsteller wälzen darin Allerweltsthemen wie Liebeskummer, Fremdgehen und WG-Stress. Das Erfolgsrezept der Serie, die gecasteten Laiendarsteller, die sich zum Teil sogar selbst spielen, und Berlin. Ob WG an der Oberbaumbrücke, Tattoo-Studio am Alexanderplatz oder Kiezcafé in Prenzlauer Berg, alles echt in Berlin Tag und Nacht. Kein Wunder, dass die von Björn Wyszynski privat organisierten Fan-Touren da immer beliebter werden. Und worauf freut sich ein eingefleischter Fan am meisten auf solch einer BTN-Tour? Das Tattoo-Studio und den Goldapfel. Da ist dann Daniels Tattoo-Studio-Seher. Ganz in der Nähe vom Alex steht tatsächlich Daniel Krauses Tattoo-Studio. Regelmäßig tauchen Daniel Krause, der sich selbst spielt, und sein Studio in der Serie auf. Insider wissen natürlich bestens Bescheid, was hier noch so alles passiert. So wie die 20-jährige Jenny Richter aus Finofund. Er hat, wenn man Glück hat, kriegt man bei ihm einen Termin. Kann aber unter der sehr lange dauern. Wenn man ein großes Tattoo haben will, 6 Monate. Kleines Tattoo macht auch mal am Wochenende. Und wenn der TV-Tätowierer Daniel Krause dann auch noch persönlich vor seinem Studio vorfährt, sind jung und alt an diesem Tag richtig aus dem Häuschen. Daniel Krause, ganz Profi, weiß natürlich mit dem Star-Rummel umzugehen. Die einzigen, die unter seiner TV-Präsenz leiden, sind wohl vorrangig seine Kollegen. Alltag im Laden ist natürlich ein bisschen turbulenter geworden. Heißt nicht, dass alle, die hier reinkommen, jetzt auf einmal ein Tattoo wollen. Es ist ein bisschen viel Trubel für meine Tätowierer. Ich muss die immer berühren. Das heißt, alle 14 Tage muss ich denen Essen spendieren. Ich muss denen Bier ausgeben und muss dann immer, weil wenn wir drehen, brauchen wir Ruhe. Bitte, 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 mach die Maschinen aus, sonst wird nichts. Andererseits ist es auch schön, weil das ist ja eine Art Ehre für uns auch, weil wir kriegen dadurch natürlich auch mehr Tattoo-Kunden. Und ich denke, dass es heute ein Privileg ist, wenn man dafür sowas ausgewählt wird und damit machen darf. Auf geht's zur nächsten Station auf der heutigen Fan-Tour, der Goldapfel, ein Café in Prenzlauer Berg. Und was war da noch einmal los? Da hat früher Sophie dort gearbeitet als Kellnerin, um ein bisschen Geld einzusammeln für ihre Miete, für die WG. Das lobt man gerne, dass in dem schicken Goldapfel der eine oder andere Euro zum Überleben verdient wurde. Kaffeebetreiber Jan Lemmer kann sich über die zusätzliche Serien-PR jedenfalls nicht beschweren. Das Einzige, was sich verändert hat, dass wir aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, also inklusive Österreich und Schweiz, Gäste haben, die wegen Berlin Tag und Nacht kommen. Und während es sich die Fans in der gemütlichen Kellerlounge des Goldapfels so richtig bequem machen, bleibt eigentlich nur eine Frage an den Organisator der Fan-Touren, Björn Wyszynski. Warum ausgerechnet die Serie Berlin Tag und Nacht und keine andere hochkarätige Vorabendunterhaltung? Ja, ich liebe Berlin, wohne mein Leben lang in Berlin schon, bin auch in Berlin geboren. Und man sieht viel von Berlin halt. Ne? Berlin, natürlich die Hauptstadt. Das ist allerdings ein Argument. Für alle, die dennoch lieber auf fluffigen Herzschmerz mit Berliner Schnauze stehen, Berlin Tag und Nacht, montags bis freitags von 19 bis 20 Uhr auf RTL 2.